Schon in der Schule werden die Weichen für eine spätere Lehrlingsausbildung gestellt. Aus diesem Grund ziehen jetzt Schule und Wirtschaft an einem Strang. Bereits im vergangenen Juni hat die neue Sportmittelschule Peuerbach das Projekt Wir Unternehmen gestartet. Begleitet wird dieses Projekt von der WKO Christkirchen. Das Geheimnis dieses Projektes ist jenes, dass bereits in der ersten Klasse neue Mittelschule begonnen wird und natürlich dadurch auch längere Zeit zur Verfügung steht, dass man sich mit den Lehrbetrieben und Lehrberufen in der Region besser auseinandersetzen kann. Ich glaube, dass das ganz wichtig ist, dass so bald begonnen wird, weil in dem Alter sehr häufig überhaupt keine Vorstellung von Berufswelt da ist. Und der Einstieg, dass wir schon in der ersten Klasse uns mit dem beschäftigt haben und jetzt in der zweiten das fortsetzen, ist ganz ein wichtiger Punkt für mich. Und was es interessiert einem Kind natürlich, was erwartet mich später einmal, wenn ich dann mit einem guten Zeugnis aus der Schule komme. Teil dieses Projekts sind unter anderem Referate, Firmenpräsentationen, gemeinsame Projekte oder auch Exkursionen in die jeweiligen Patenbetriebe. Sie haben viel Fragen gestellt gekriegt, was merken, hey, das habe ich doch im Unterricht schon mal gehört und sollte jetzt eigentlich wissen und ist ja klasse, wenn sie es gleich zeigen können, dass sie es gemerkt haben. Für uns ist es ganz wichtig, dass die Jugendlichen möglichst bald den Zusammenhang erfahren zwischen Wirtschaft und Schule und heute halt einmal sehen, wie es in der Firma zugeht, was braucht man alles und möglichst bald einen Bezug kriegen zu einer möglichen Lehrausbildung. Ja, es soll natürlich schon so sein, dass da Interesse geweckt wird, die vielleicht manche Schüler das schon frühzeitig erkennen, sich für diesen Beruf zu interessieren. Und dann tut man sich schon leichter, wenn dann beim Schnuppern, wenn man schon sieht, aha, das wird ein Kandidat und dann kann man schon längerfristig was planen. Der ein oder andere Schüler weiß bereits jetzt, wo er einmal arbeiten möchte. Ich hatte beim Baumeister Hummel angefangen, war ein recht interessanter Beruf. Man darf was arbeiten und man baut was für andere Leute. Man sieht, was man am Tag geschafft hat. Ich habe mir vorgestellt, dass ich da mal anfangen kann. Ich bin eher so, ja, vom Zeichnen vielleicht her in die Richtung mehr Architektin oder so. Das haben sie zuerst beim Film schon gesagt, also für die ganzen Maschinen. Die Führung der Führungskräfte in beiden Firmen hat natürlich auch dazu beigetragen, dass ein ganz positiver Eindruck hinterlassen worden ist. Und genau auf solche Dinge baut dieses Projekt groß auf. Gerade durch den immer akuter werdenden Fachkräftemangel ist dieses Projekt von unschätzbarem Wert. Eine Win-Win-Situation also für beide Seiten.